Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir euch heute Abend mal unsere neue Band 18 Wheeler vorstellen dürfen. Mein Name ist Daniel Panzer und ich darf mich so ein bisschen um diese Band bemühen. Das tue ich schon. Uns gibt es seit, na sagen wir mal, einem halben Jahr tatsächlich in dieser Formation. Angefangen hat alles im Dezember 2022 und heute ist unser erster Abend, wo wir mehr oder weniger vor einem ausgesuchten Kreis von Menschen, die so in unserem freundlichen oder freundschaftlichen Umfeld sind, unsere Musik zeigen wollen. Wer sind wir? 18 Wheeler, das ist der größte LKW, den die Amerikaner eigentlich zu bieten haben, der die Straßen dort unsicher macht. Wir haben gedacht, ja, das passt ganz gut zu dem, was wir als Band machen wollen, nämlich ein Crossover zwischen Country und Rock. Und wir sagen, oder man nennt es den New Country Rock. Die Band besteht aus sieben, vielleicht sogar, wenn wir unseren Mann am Mischpult nachher noch mitzählen, aus 8 Musikern, die allesamt das Ziel haben, Menschen mit einer guten Laune Musik künftig zu begeistern. Und da wir natürlich Anstand haben, sagen wir, wir fangen mit der Frau an, die bei uns an dem Gesang ist. Und das ist unsere Kathi. Kathi, komm mal kurz zu mir. Kathi, herzlich willkommen. Jawohl, du bist aus Dillenburg. Erzähl mal ein bisschen was ganz kurz zu dir. Ja, also ich bin aus Frohnhausen, genau gesagt, aus Dillenburg-Frohnhausen und bin 37 Jahre alt, mache hier im Kreis schon eine ganze Weile Musik und ja, freue mich, dass ich hiermit auch einfach mal so ein bisschen eine neue Reise beginnen konnte und es macht richtig Spaß. Und ich hoffe, dass das Publikum das auch sieht. Das hoffen wir alle. Wir sind froh, dich dabei zu haben. Danke, Kathi. Du kannst schon mal an deinen Standort gehen, denn das geht gleich nochmal los. Als nächstes würde ich ganz gerne den Achi mal zu mir bitten. Achi, unser Sänger aus Marburg. Achi, komm mal zu mir an meine Seite. Freue mich sehr. Erzähl mal was zu dir. Also ich bin der Achi Kupka, bin 35 Jahre alt und komme aus Marburg. Ich mache schon auch seit ein paar Jahren Musik. Bin schon ein bisschen rumgekommen und hier bei dieser Band ist es so, dass wirklich Musik einfach zum Leben auch ein bisschen wird. So, ne? Also es ist auch ein bisschen Lifestyle und man hat einfach so ein bisschen jetzt auch nicht nur Freundschaften so per se geschlossen, sondern wirklich tiefe Freundschaften und das macht unsere Musik aus. Klasse, vielen Dank, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Du kannst schon mal hier deinen Startplatz fast einnehmen. Ich brauche noch so ein bisschen Platz. Wie geht so eine Band weiter? Wir brauchen natürlich Gitarristen und Bassisten und Schlagzeuger. Jetzt würde ich als Nächsten den Schlagzeuger mal bitten. Harald, mein alter Freund Harald, komm mal zu mir. Super, da bist du. Freue mich sehr. Uns beide verbindet schon über 30 Jahre gemeinsame Musik und so gehört auch Harald zu den Gründern dieser Band. Harald, ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, ich bin der Harald, komme aus Frankenberg-Eder, bin 65 Jahre alt, einer der Älteren hier in der Gruppe, wenn man sich so umschaut. Und wir haben so viele Krisen, so viele Probleme in dieser Welt, da habe ich auch so gedacht, ich möchte gerne gute Laune Musik machen und die auch rüberbringen an Publikum. Wir brauchen gute Laune und wir brauchen wieder Hoffnung. Und das macht unsere Musik. Super. Geh nach hinten. Ja, vielen Dank. Geh du schon mal an dein Trommelwerk. Bass ist das, was das Schlagzeug immer super ergänzt. Das ist zumindest immer in so einer Band ganz wichtig. Und von daher bitte ich mal unseren Jupp herbei. Komm mal her, mein Lieber. Der hat auch schon eine Kappe auf, fast voll wie meine Kappe, aber komm mal zu mir, mein Lieber. Ja. Jupp, herzlich willkommen. Ja. Und wer bist du denn? Ich bin Jupp, Franz Josef eigentlich, aber Jupp hört sich besser an. Harald hat ein bisschen Unrecht gehabt. Ich bin 66 bald und mache ewig lange Musik und bin durch allen Musikrichtungen gestreift und bin hier bei den Country-Jungs hängen geblieben. Das macht einfach nur tierisch Spaß hier. Und es ist auch ein bisschen familiär geworden mittlerweile und so eine große Familie geworden und das ist richtig geil. Das hört man hoffentlich in der Musik auch dann wieder, dass wir das so rüberbringen können. Toll. Vielen Dank. Geh du mal schon zu deinem großen Bassturm hin. Als nächstes würde ich ganz gerne mal unsere Gitarristen bitten, als erstes mal den Markus herbei. Komm mal zu mir, Markus. Das ist nämlich auch einer, der aus der Stadt Marburg kommt. Ja, und tatsächlich ist es so, dass der Markus auch zu den Gründern tatsächlich mitgehört, denn wir haben im Dezember des letzten Jahres hier zusammengesessen und dann fiel das Wort Country, Rockmusik und hat Markus sofort wie aus der Pistole geschossen gesagt, das ist das, was ich machen möchte. Markus, erzähl was zu dir. Ja, ich bin Markus und 53 Jahre alt, auch aus Marburg und für mich ist die Musik einfach auch ein Lebensgefühl. Es ist einfach, es macht gute Laune, es
bringt gute Stimmung und es macht einfach nur Spaß und mit den Leuten ist das natürlich perfekt. Das geht nicht besser. Wunderbar, vielen Dank, Markus. Dann kannst du schon mal deine Gitarre dir umhängen. Last but not least, als Instrumentalist begrüße ich jetzt ganz herzlich unseren Wölfi. Der Wölfi, der hat hier den quasi Heimvorteil. Wölfi, erzähl ein bisschen was zu dir. Ja, mein Name ist Wölfi oder Wolfgang Kuhl, komme hier aus der Nähe, 57 Jahre alt. Ich habe mein Leben lang eigentlich Bluesmusik gemacht oder Bluesrock. Ist jetzt das erste Mal, dass ich so mit Country oder Country-Rock in Berührung komme. Muss sagen, es macht mir ziemlich Spaß. Es ist, glaube ich, Musik, die durch alle Generationen auch hörbar ist. Ja, und ich freue mich heute auf Abend. Ja, vielen Dank, Wölfi. Du kannst auch schon mal deinen Eierschneider umhängen. Und jetzt darf es natürlich einer nicht fehlen, denn der verantwortlich ist für das, was wir nach draußen bringen wollen. Tim, komm mal zu uns. Also wir sind eine der ganz wenigen Band, die von sich sagen dürfen, wir haben ein eigenes Bandmitglied, der zugleich der Techniker ist, der alles am Mischpult macht, sich wirklich super, super engagiert. Vielen, vielen Dank erstmal schon mal dafür, Tim. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Ja, ich bin Tim, ich bin der Jüngste tatsächlich mit meinen 27 Jahren. Ich mache selber schon lange Musik und bin seit der ersten Stunde dabei und freue mich sehr. Country ist, wie eigentlich schon alle gesagt haben, so ein richtig fröhliches Ding. Ich habe es selbst für mich entdeckt. Und es macht einfach Spaß mit den Jungs und den Mädels natürlich. Es ist eine Riesenfamilie und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit euch. Ja, vielen, vielen Dank, Tim. Da kannst du wieder deinen Platz einnehmen. Ja, und ihr Lieben, die ihr das jetzt irgendwie seht, ich glaube, wir werden einfach mal ein paar Töne spielen und wir schauen mal, was da jetzt rauskommt. Danke. Kick your shoes off.